Guten Morgen, 7. Dezember, 17. Tag auf See, es geht Richtung St. Lucia. Marc, wie viel Seemeilen haben wir noch? 526. 526. Ich gehe jetzt erstmal duschen. Der Sonnenaufgang fällt dann etwas spärlicher aus. Es regnet in der Ferne ganz übel. Ja, ja, das gibt es auf dem Atlantik auch. Squalls, 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 das sind so lokal ziehende Cumulusgebilde, die so ein bisschen Böigkeit mit sich bringen und viel, viel Regen. Wir sind davon relativ gut verschont worden in den letzten Tagen, aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir hier die Mega-Wasserklatsche abkriegen. In diesem Sinne, ich gehe mal kurz in die Reinigungsabteilung. Ein kleiner Squall! Ja. So kann man auch duschen! Heute früh gibt es erstmal sintflutartige Regenfälle hier an Deck. Alle springen aus dem Bett, machen Gott, oh Gott, in höchster Hektik Luken zu, weil Boote haben die Eigenschaft, relativ schnell mit Wasser voll zu laufen, wenn man die Luken nicht zumacht. Der Befehl Lukendicht kommt also nicht von irgendwoher. Ja, die Tagesfahrleistung etwa in den letzten 24 Stunden, leider nur ernüchternde 150 Seemeilen, also etwas unter unserem längerfristigen Schnitt von etwa 160, 165. Aber wir kommen der Sache beständig näher. Was erwartet uns heute? Nichts. Wir müssen einfach so weiterfahren. Ziemlich exakt noch 3 Tage. Alter, der Squall packt uns jetzt aber ganz schön in den Nüssen, du. 9,4. 9,6, 9,10,3, 10,4. Was? Ich rede von der Geschwindigkeit. Was sagten die Bögengeschwindigkeit? 30? 33, haben wir gedacht. Das heißt schon ganz schön da drauf, ne? Ja. Das Meer ist halt auch nicht von geblau. Jetzt stehen sie alle eingeschäumt da. Das ist Slalom-Wettkampfgeschwindigkeit. Du, Ronald, ja? Ich habe mal geguckt, ne? Unter Reffen ist ja im Wörterbuch gar kein Bild von dir. Nein. Der Atlantik zeigt sich von seiner besten Seite. Endlich mal richtig duschen. Scheiße. Viel Spaß. Ist nass draußen? Es
feucht, ein bisschen feucht und ziemlich frisch. So, die 6 Uhr Wache kommt rein, die 10 Uhr Wache geht raus. Tschüss Eva! Mädchen, komm bald wieder! Ich hab eine Barfußrute gebucht! Du bist doch barfuß! Ältere nackte Herren filmen. So, einen wunderschönen Nachmittag. Wir stellen die Uhr jetzt wieder eine Stunde zurück. 52. Breitengrad und ein halber. Nach den Squalls vom Vormittag zeigt sich der Passat mal wieder von seiner besten Seite. Das Wasser ist blau, die Sonne scheint. Was will man mehr? Es treibt uns so mit 7,5 Knoten voran. Und wir sind jetzt auch schon unter 500 Seemeilen to go. Das heißt, wir bleiben in unserem Korridor drin, bei dem wir hoffentlich am Freitag da sind. Und dann gibt es ein Fest, falls ich das noch nicht erwähnt haben sollte. Von hinten rein. Yeah! Innerhalb von einer Minute mal Klatsch und es kommt genauso viel Wasser von oben wie von hinten. Aber es ist alles so schön handwarm, so mit 26, 27 Grad. Wunderbar. Gleichzeitig geht in der Regel der Wind hoch so auf 28, 30 Knoten in Böen und schiebt uns ordentlich voran und man denkt plötzlich, man ist in einem Sturmgebiet. Aber der Spuk ist meistens so nach 10, 15 Minuten wieder vorbei. Guten Morgen aus der Arschlochwache von 3 bis 6. Oh, heute Nacht geht es ganz schön sportlich zu. Der Wind geht hier zwischendrin hoch auf 25, knappe 30. Wir kommen gut voran. So könnte es eigentlich immer sein. Der Sternenhimmel ist auch da. Ja, Schiffsverkehr ist wie immer keiner. Also irgendwo hängt da jemand vor uns rum, aber das ist so 15 Seemeilen entfernt. Also interessiert uns kaum. Ja, ansonsten sieht man wie immer nichts. Und wir haben noch 370 Meilen. Also, wir können das Land quasi riechen. Und Weib, Wein und Gesang. Also, der Tag kann starten. Und eventuell sieht man gleich schon ein bisschen Morgendämmerung. Also, ich sag mal guten Morgen und gute Nacht. Moin, Soldat Wendt. Ja, guten Morgen. Wir sind noch leise, weil einige schlafen. Es ist jetzt kurz nach 6 Uhr und die Frühschicht beginnt. Ich gehe mal hoch. Macht's gut und die andere Wache geht wieder ins Bett. Tschüss! Was ist los? Moin! Moin! Morgen! Was ist grün und stinkt nach Fisch? Es ist von Werder Bremen. We'll be right back.
Langweilig ist uns zwar nicht so direkt, aber man merkt schon, Bordroutine gepaart mit Landsehnsucht führt doch zu einer wohligen Lethargie an Bord. Hier wird gelesen, geschlafen, viel über Politik diskutiert, Marian sei Dank. Und wir sind mal wieder so um die 170 Seemeilen gefahren in 24 Stunden von 10 bis 10. Ansonsten gibt es keine Auffälligkeiten. Na, der Schlendrian kehrt hier und da so ein bisschen ein. Stichwort Rettungswestenpflicht, Anleihenpflicht wird gerne mal vernachlässigt. Ich habe heute einen Anschnauzer kassiert, weil ich mir erlaubt habe, mal dran zu erinnern. Aber wie gilt es, wer sich nicht anleint und offensichtlich nicht gerettet werden will? Tja, dem werde ich auch nicht helfen, wenn er über Bord fällt. So ist das halt im Leben. Also, in diesem Sinne wünsche einen schönen Tag. Ich weiß gar nicht, ob heute noch viel von mir kommt, weil es passiert nichts. Das Wetter ist gut, der Passat ist schön. Lissy knallt mit 7 Knoten nach Westen und wir haben noch etwa 320 nautische Meilen vor uns. In diesem Sinne, weiter geht's. Jetzt habe ich wieder den schönsten Teil leider zu spät gefilmt. Das sah gerade so unfair. Tja. Verwaltungsnachmittag an Bord der Lissy. Ja, eine wie immer notwendige, wenn auch für mich persönlich sehr langweilige Tätigkeit ist die Verwaltung der Bordgasse. Ja, dazu ist das immer so, dass alle Mitreisenden hier diverse Kosten ausgelegt haben, schon in Las Palmas. Für sowas kommt noch in Rodney Bay dazu. Was macht man als Chefbuchhalter des Hauses? Nummerieren, mit Namen versehen, in eine App eintippen und zum Schluss Cola einkassieren. Ich wusste doch, dass es hier an Bord irgendwas gibt, was Spaß macht. Und ich sitzen in der schönsten Bord-Entertainment-Küche aller Zeiten, im sogenannten Krapfen-Kino. Dreh das Ding mal um. Ja, das kommt so jetzt. Geil. Hab ich doch schon. Du machst echt eine gute Figur. Komm auf! Französische Flammkuchen von Marc Petit. Es ist eine Explosion in deinem Mund. Ich frage mich, wie wir das noch in 2 Tagen... Ronald, wann sind wir da? Bald. Wann? In Kürze. Wir sind da, wenn wir da sind. Ronald, wie lange ist es denn noch? Reiß dich mal zusammen. Zweimal noch schlafen. Zweimal schlafen. Mit wem? Nein, ich will nicht schon wieder den Skipperdienst. Ich schlief's. Ich schlief's ab. Also 4 Wochen machen wir nicht. Ja, Max, kannst du aber. Nein. Nein. So nicht entspannt. So geht das nicht weiter. Das kann ja nicht mehr laufen. Oder du. Alles gut. Ja, ab geht's in die vorletzte Nacht auf See. Also, wenn alles gut geht. Es gab mal wieder Pfannkuchen à la Marc Petit. Großartig. Lecker, saftig. Und ja, ich habe Abendwache und nichts Kluges zu erzählen. Schauen wir mal, was passiert. Der Wind kommt von hinten und Lissy fährt nach vorn. Was soll sie auch anderes tun? Gute Maus. Thank you.
Übrigens mal eine kleine Info am Rande, dieses graue Kästchen hier oben, das wir so etwas notdürftig mit einer Powerbank betreiben, das ist mein Draht nach außen. Das ist ein Iridium Go. Da haben wir 2,4 Kbit Bandbreite und können zumindest E-Mails machen und eben auf dem Predict Wind Block rumhacken und auch ein bisschen telefonieren. Ist eine sehr zuverlässige Lösung, manchmal ein bisschen nervig. Also zuverlässig wie E-Mails 1993 ungefähr. Kann ich aber grundsätzlich nur jedem empfehlen und es ist so schon noch ein ganz guter Draht mal nach außen. Sag, dass du keine Provision für diesen Spot bekommst. Ach ja, wegen Influencer-Gesetz. Ich krieg kein Geld dafür. Schade eigentlich. Lass das! Aua! Ich! Aua! Entmannungsängste! Bei Pilsen, Menussen, ist ein kleines Dorf. Okay, also ihre. Ja. So, liebe Freunde, ich komme mal wieder aus der Nachtwache und ich sage euch, es gibt absolut nichts Neues zu berichten. Und damit werde ich es für heute auch bewenden lassen. Grüße aus dem Paradies der gepflegten konzeptionellen Langeweile. Bis morgen. Guten Morgen aus der 6 Uhr Sonnenaufgangswache hier am lustigen Deck der Lissi. Ja, leider kann man mit der Kamera den Sternenhimmel nicht gut einfangen, was sehr schade ist. Denn das hätte ich euch gegönnt. Nichtsdestotrotz, wir erwarten heute unseren letzten ganzen Tag auf See. Wir haben jetzt etwa 200 nautische Meilen noch vor uns. Das heißt, es sind 24 Stunden und ein bisschen. Errechnete Ankunftszeit am Freitag, den 10. Dezember um etwa 17, 18 Uhr. Vielleicht mit Glück auch ein bisschen früher. Und bis dahin sieht es danach aus. Was für eine unfassbare Überraschung, dass der Wind von hinten kommt und die Lissi nach vorne fährt. Tja, wir sind hier auch immer unfassbar fasziniert, wie überraschend das sein kann auf der Passatroute. Ich habe wirklich, wirklich, wirklich große Probleme heute. Nämlich, ich weiß nicht, wie ich genug Sonnencreme aufgetragen kriege, um die unfassbare präkaribische Sonne ja, von mir ein bisschen fernzuhalten. Aber es hat ungefähr geklappt und ich sage euch, es geht weiter. Langweilig, aber es geht weiter. Aber es ist so schön. Es ist einfach so schön. Also liebe Freunde, es kommt uns jetzt ein Motorschiff auf ungefähr 3 Meilen nahe. Das ist das erste Schiff seit 12 Tagen. Alle stehen im Cockpit und führen sich auf, als wenn Volksfest wäre. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Können die nicht einfach mal wieder pennen gehen? Oder irgendwie einem Affen an der Nudel nuckeln? Ich weiß es nicht. Unglaublich. Unglaublich. Volksfestcharakter. Hier ist Bier. Da. Ronald, wann sind wir da? Bitte. Einmal um die Ecke. Wie lange ist es noch? Viertelstunde. Ich muss pipi. Da geht doch. Kannst du mal rechts ranfahren? Jo. Nach der Ecke. Damit wir endlich ankommen. Boah, ist das auch. Neue Leute. Guten Morgen aus dem Ich hasse GoPro-Land. Alter, man braucht echt ein drittes Set und 19 Speicherkarten. Diese Scheißteile, ich schmeiß die in St. Lucia über Bord. Die machen mich wahnsinnig. Okay, kommen wir zum schönen Teil.
Einen wunderschönen guten Morgen von einem natürlich wie immer letzten Sonnenaufgang hier in Barth. Dieser Sonnenaufgang ist selbstverständlich wunderschön. Wir haben noch etwa 45 Seemeilen bis St. Lucia. Sehen können wir sie noch nicht, aber es kann sich eigentlich nur um ein, vielleicht noch zwei Stunden halten, bis wir das auch durch den Dunst in der Ferne sehen können. Ja, wir freuen uns natürlich tierisch auf den Landfall. Das Bier steht kalt und ich befürchte, heute Abend sind wir alle so rotzebesoffen, dass sich der Adam aber gewaschen hat. Und dann haben wir noch eine Abrechnung mit Wolf. Aber das ist eine andere Geschichte. Lucia lässt noch ein bisschen auf sich warten, aber man merkt, dass Land kommt, weil du siehst plötzlich Vögel, die hier über Wasser natürlich ihre Frühstücksbeute einbringen wollen. Und das nimmt jetzt dann massiv zu. Also jetzt ist eh gerade Fütterungszeit, die fliegenden Fische fliegen auch tief in Mengen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis St. Lucias Konturen aus dem Dunst auftauchen. Auf der Uhr stehen noch etwa 44 Seemeilen. Eine letzte Eimerdusche an Bord, dann gehen wir nach St. Lucia fort. Guten Morgen, Nummer 2. So, wir haben uns mal geduscht und landfein gemacht. Ein bisschen Gel in die Haare, die Brille geputzt und ein weißes Shirt angezogen. So, St. Lucia kann kommen. Also wenn ich jetzt hier in Richtung Bug gucke, dann kann man die Kegelspitze von St. Lucia schon sehen. Ich befürchte, es passt nicht auf die Kamera. Aber wir werden es noch exzessiv beleuchten heute, dieses Thema. Den Landfall auf St. Lucia. Hübsch gemacht hat er sich. Ja, letzten Tag, alle in weiß gekleidet, weiß wie unsere Unschuld. Schönes Käffchen schon gemacht. Und so strömen wir entgegen mit gut 6,5 Knoten Fahrt dem Berg von St. Lucia. Zum Glück haben wir schon die Gastflagge gehisst, damit wir auch erkennen, wohin wir steuern müssen. Denn zufälligerweise ist auf dieser Berg, den wir ansteuern und den wir sehen, gleichzeitig das Wahrzeichen in der Landesflagge. Wir freuen uns auf Lucia. Ronald, wann sind wir da? Gleich. Dauert es noch lange? Nein, einmal um die Ecke. Einmal um die Ecke noch. Okay. Höchstens eine Stunde. Hallo St. Lucia, hallo St. Lucia. Ja, hier geht jetzt so langsam die Party los. Ungefähr 15 nautische Meilen haben wir noch vor uns. Der Passat lässt uns aber ein bisschen im Stich. Wir machen gerade kaum noch Fahrt, vielleicht noch 4-5 Knoten. Das zieht es alles in die Länge. Man kann St. Lucia sehen, man kann Martinique sehen. Von hinten rauscht so ein schwarzer Powersegler heran. Der wird uns wahrscheinlich noch überholen. Keine Ahnung, ich glaube, der gehört aber nicht zur ARK-Flotte. Ja, und ich sitze hier, lausche auf den Funk und ja, bin auch damit beschäftigt zu warten. Die meisten gucken jetzt auf ihre Handys, wir warten darauf, dass mal stabiler Empfang ist, weil man ja dann doch Freunden, Liebsten und Familie in irgendeiner Form mitteilen will, dass wir näher kommen. Und ich habe ja das Privileg, dass ich mit Iridium relativ viel machen durfte. Andere sind jetzt 3 Wochen echt offline gewesen. Und ich verstehe das total, dass die auch mal ein klitzekleines bisschen Außenkontakt wollen und nicht den ganzen Tag nur die Hackfressen hier vom Bord. Also, wir robben uns ran. Weiter geht's. Was brauchen wir? Thunderstruck. Genau. Das ist dieser Hobby, das ist.
ARC Rally Control, ARC Rally Control. This is Sailing Yacht Lissy 3. How do you read me? Over. Put him in the longboat till he gets sober. Put him in the longboat till he gets sober. Early in the morning. Hooray, up she rises. Hooray, up she rises. Hooray, up she rises. Early in the morning. Alter. Haben wir noch andere Gläser? Guck mal da. Hier ist Wein und Chili. Ich hoffe. Grüß dich, mein Freund. Lieber. Und, seid ihr auch endlich da? Ja, unbedingt. Und? Ja, alles gut, ne? Bisschen fett bist du geworden. Ja, wir haben auch hervorragend kulinarischen Turn gehabt. Ne? Wir haben alles gehabt, bis zu Rouladen frisch gemacht. Was, ein Rollator? Ja. Den brauche ich hier langsam. Aber es gibt so. Ahoi. Lissi! Ahoi! Hey! So, das, was Mitte des Jahres mit einem, kommst du mal schnell mit um den Atlantik losging, hat jetzt zumindest schon mal die erste Etappe erreicht.
Danke, mein Lieber. Das war schön. Ich habe mich gefreut, dir zu co-assistieren und deine Arbeit zu machen. Während du dir in deiner Luxus-Skipper-Kabine einen lauen Lenz gemacht hast. Das Schöne ist ja, ich brauchte nicht eingreifen. Das nehme ich jetzt als Kompliment. Genau, so war es gemeint. Komm her, Dicker. Vielen, vielen Dank für die geile Reise. Ja, seine Majestät Ronald Seidler, der Mann, von dem ich wirklich sehr, sehr viel lernen durfte. Und ich habe auch einige Sachen gelernt, wie ich sie nicht machen will. Aber das gehört ja dazu. Das musst du mir mal in einer stillen Minute so beim Rum... Nö, da geht es nicht, um Bootssachen. Ah, okay, ich glaube, ich habe verstanden. Ich liebe dich, Digga. Ah, cool. Wir sind angekommen. Wir sind angekommen. Wir sind in der scheiß Karibik. Cool. Absolut cool. Ich freue mich. Geil. 2900 irgendwas Seemeilen. Stimmt. Wie viel haben wir denn just jetzt? For this little. 5694 minus 2770. Ah. Hey, alles Gute aus Rodney Bay auf St. Lucia in der Karibik. 2924 Seemeilen. Hallo, ihr lustigen Fickgesichter! Wir sind in der Karibik und ihr nicht! La 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 la! Absolut geil! 2924 Seemeilen später. Ah, wir haben euch ein bisschen vermisst. Wirklich? Abgelegt, Leinen verstaut, angelegt. Wir haben echt nicht die geringste Ahnung, was die 18 Tage dazwischen passiert ist. Ich habe noch nie in meinem Leben so einen Brei an Erinnerungswellen hinter mir. Also, wir drücken euch, wir küssen euch, wir müssen bald wieder mal zusammenfahren. Obwohl die letzte Woche war echt hart, oder? Und danke, Sebastian, für die Unterstützung zwischendrin. Das war wirklich sehr wertvoll. Ich habe einen Fehler gefunden. Wir haben den Fehler gefunden. Also nein, wir haben ihn nicht wirklich gefunden. Ronald hat ihn weggeWD40, wir wissen den Fehler immer noch nicht, aber repariert haben wir es trotzdem. Ja. Mann mit dem Hut, es geht mir gut. So, liebe Lurki, wir müssen hier leider in der Bucht liegen bleiben, weil ist nicht mal der Treibstoff ausgegangen. Es wurden uns Avocados, Mangos, Bananen direkt ans Boot geliefert. Gleich kommt noch eine Flasche rum. Das Einzige, was doof ist, die Sonne knallt, der Wind bläst und das Wasser ist zu warm. Wir müssen ganz schön leiden.
Your participation in ART 2021, and also for your patience from Las Palmas to St. Lucia. It has also reminded us Guten Abend, liebe Freunde. Ja, jetzt ist es passiert, die Woche ist rum, die ARC-Preisverleihung war heute Abend. Wir haben Blech gewonnen, nicht mal den Preis für das hässlichste Boot, gar nichts. Das ist natürlich dramatisch, das bedeutet, wir müssen wahrscheinlich nochmal mitmachen. Nachdem wir jetzt wissen, dass es auch einen Preis für den allerletzten gibt, würde ich sagen, den könnte man anstreben, weil das ist der einzige, den man planen könnte. Naja gut. Die Party ist rum, ich gehe jetzt schlafen. Wir haben morgen noch mal einen Garen-Segeltag. Wir müssen die Lissi übermorgen in Le Marin drüben auf Martinique abgeben. Das heißt, wir fahren da morgen rüber. Wir werden uns noch so ein kleines Battle Race mit zwei, drei anderen Booten geben, die morgen auch fahren. Der Wind könnte ziemlich picky sein. Das heißt, es kommt auf jeden Fall morgen noch mal so etwa 25 Seemeilen. Wunderschöner Segeltag bei ordentlich Vollstoff raus. Und dann geht es leider ab nach Deutschland. Bis Mitte Februar. Ich fahre ja dann. Ja, da treibt es mir fast die Tränchen in die Augen. Hier kommt gerade der Letzte an. Übers Zeitlimit nicht mehr gewertet. Die kriegen aber hier alle den gleichen Applaus, wenn nicht sogar noch mehr. Ich finde das großartig. So, auf geht's nach Martinique. Letzter Segeltag von unserem kleinen Trip hier. Brunnen, aufhören, Schluss. Ist mal wieder ein bisschen Wind, also endlich mal wieder normal. Kein Vorwindgedudel. So, wir gehen jetzt hier hart im Wind nach Le Marin und dann werden wir uns noch einen Abend da die lokale Gastronomie angucken und dann heißt es
Adios Caribbean Sea, hello Germany. Für dieses Mal. Ich liebe dich, Freund. Herzlich willkommen auf Martinique. Herzlich willkommen auf Martinique. Irgendwie waren wir mal 10, gibt es genau. Vielleicht 10 kleine Negerlein. Genau, da waren es nur noch 5. Lissi! Ahoi! Es ist einfach schön. Es ist einfach so schön. Moin liebe Leute, jetzt ist Sonntag der 19.12. auf Martinique hier in der Marina von Le Marin. Ja, der Trip von Las Palmas nach Rodney Bay endet heute hier. Wir übergeben die Lissi jetzt an Uwe und Birgit, die nächsten 2,5 Monate fahren. Und ich werde die dann von denen in 2 Monaten wieder übernehmen und dann fahren wir die Nordatlantikrunde. Ja, und im Hintergrund seht ihr die Lissi 3, eine Bavaria 51 Cruiser. 14,99 Meter lang, ungefähr 17 Tonnen schwer. Und die hat uns sehr, sehr, sehr zuverlässig hier über den großen Teich gebracht. Man glaubt es ja nicht, weil eine Bavaria von ihrer grundsätzlichen DNA eigentlich keine klassische Hochseejacht ist. Da muss man ein bisschen nachrüsten. Und sie hat nicht ganz so viele Optionen, mit der man sie gut konfigurieren kann. Aber das ist ein sehr solides Schiff. Ich sage immer gerne, das ist der Dienstwagen oder der Passat-Dienstwagen der Meere. Platz hast du da für 8 Leute und Skipper. Das hat eigentlich alles ganz gut geklappt. Wie gesagt, da ist so ziemlich alles dabei, was man braucht. Viel Komfort hatten wir nicht. Ja, und das heißt nur zu sagen, danke Lissi. Weil dir haben wir unser Leben anvertraut und du hast uns nicht enttäuscht. Und hast uns ganz zuverlässig die 2924 Seemeilen hier rübergebracht. Und wenn wir Revue passieren lassen, was anderen Yachten unterwegs so zugestoßen ist, da können wir sagen, toi toi toi, wir haben es wirklich, wirklich gut getroffen. Und ich sag jetzt tschüss. Setz mich gleich ins Taxi und dann geht's mit dem Flieger über Paris zurück nach München. Und ich freue mich jetzt total auf meinen Hund, auf das Pferd, auf meinen Sohn und natürlich auf meine geliebte Agnes. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ab dem 14.02. startet's hier auf Martinique und dann werde ich auch wieder das ein oder andere Filmchen machen, wie wir dann bis Ende April rüber nach München fahren. Freunde, Onkel Ronald und ich, wir verabschieden uns hier. Wir sind jetzt noch in Fort de France und fliegen jetzt nach Charles de Gaulle. Das war's! Mit der Lissi von Las Palmas bis nach Rodney Bay. Mhm. Danke fürs Zugucken. Also, habe ich schon mal gesagt, aber doppelt hält ja besser. Ciao, Fierti und Bonne Nuit! Was?